Da war ich eindeutig nicht so begeistert, okay. Muss ich dir ehrlich sagen. Es war nicht schlecht, verstehe mich nicht falsch, ne? Ja. Aber natürlich, wenn man in mein Lokal, dein Lokalgewinner geht, denkt man, das ist so wie das Steak. So, wo du reingehst und denkst, was ist hier los? So, ne? Genau. Meine Lieben, und schön, dass ihr im Start seid zu einem neuen Video der ganz besonderen Art. Mein Lokal, dein Lokalgewinner wird heute getestet. Ich erwarte viel, weil natürlich, da sind mehrere Restaurantinhaber und testen diesen Laden oder bewerten sich gegenseitig. Und das ist die Nummer 1. Wir werden ihn jetzt testen. So, wir gehen dahin, schreibt mir eure Kommentare auch rein von eurem Restaurant. Ich blende hier jetzt mal mein Ranking ein für Restaurants. So, schreibt mal so gehobene Gastronomie, irgendwas, was richtig fetzt, was in einem deutschlandweiten Restaurant-Ranking wirklich knallen könnte. So, und ich mache demnächst eine Folge versprochen, wo ich mindestens einen Laden teste, weil die dauern meist ein bisschen länger. Wir gehen jetzt rein, mal gucken, das Böckmanns. Ich zeige euch jetzt erstmal ein paar Bilder. Nur noch um die Ecke, das ist hier genau auf dem Kiez. Nebenan, Mönckebergstraße, Steindamm, da wo die günstigen, ach nee, ich höre jetzt auf damit. Die G's wissen, was ich meine. Denkt dran, nicht nur, dass ich eure Restaurants teste, es gibt auch noch 50 Euro Gutschein. Unter einem von euch, der einen Kommentar reinballert. Ich werde mein 9 Euro Ticket, werde ab in mein Auto packen. Ich werde tief durchatmen, werde in mich gehen, werde mich sammeln und dann wird es losgehen hier mit Böckmanns. Ich bin richtig gespannt. Schafft es euer Restaurant in meinem Ranking? Das ist die Frage. Stellt euch mal in der Competition und schreibt euer Restaurant rein in die Kommentare. Macht euch leckerlich oder werdet zum Held? Leicht übertrieben mal wieder. Nein, das war nicht übertrieben. So, wir sind gleich da. Das ist heiß, Leute. Das ist heiß, was ich schon wieder hier auf mich nehme. Böckmanns, Böcki. Auch als Böcki bekannt in Hamburg. Die Insider nennen ihn nur Böcki. Das sieht edel aus. Der Eingang sieht aus wie ein Tresor. Wisst ihr, was ich meine? Oder ich bin kaputt im Kopf, aber ich finde, der Eingang sieht aus wie ein Tresor. Direkt neben Polleke, mein Lieblings- und einzig getesteten Anzugladen. Aber der war heftig. Unbezahlte Werbung. Bin 5 Minuten rein, war in 3 Minuten wieder raus. Heiß wie Frittenfett. Jetzt geht's zum ersten Spot. Ich muss mal einmal kurz noch einen Anruf machen. Hallo. Hey Ahmed, was geht? Was geht, Digga? Ja. Ich habe eine Geschäftsidee. Stell dir vor, es gibt eine App, ne? Und die macht folgendes: Wenn du Schulden hast und dir diese App runterlädst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du danach weniger Schulden hast, maximal hoch. Würdest du dir die App runterladen? Safe. Warum denn nicht? Wäre klar. Hat er nur mehr Wert. Ja, geil, Mann. Okay, gut. Das wollte ich dich nur ganz kurz einmal fragen. Und Ahmed gehört, ist eine gute Geschäftsidee. So, aber ich muss euch enttäuschen: Es ist nicht meine Idee, das ist eine Werbung für Anyfin. Es geht um Ratenkäufe, es geht um Kreditkartenschulden, um zum Beispiel Dispo-Kredite. Ratenkäufe sind nichts anderes als ein Kredit. Und die Zinsen sind meist zu hoch, viel zu hoch. Und Anyfin macht letztlich nichts anderes, als zu gucken, ob ihr zu hohe Zinsen zahlt. Und wenn ihr zu hohe Zinsen zahlt und Anyfin das ändern kann, schickt ihr euch ein Angebot, ihr möchtet es nur annehmen und zahlt ab sofort weniger. Ich zeige euch in der App mal kurz, wie das funktioniert. Ihr drückt ganz easy auf Anfrage starten, wählt euren Kreditgeber aus, lädt in meinem Beispiel einfach ein Foto von deiner Rechnung hoch, drückst auf Anfrage senden und bist durch. Euer Angebot kriegt ihr dann einfach in der App. In diesem Fall hättet ihr fast 50 Euro gespart. Ihr müsstet dann auch auf Angebot annehmen klicken. Ja, und dann hättet ihr einfach mal eure Schulden minimiert. Mit dem Code Holle kriegt ihr sogar nochmal, wenn ihr die App nutzt, 20 Euro abgezogen auf eure Schulden. Ihr könnt sogar auch mit Anyfin verabreden, dass ihr mal eine Rate aussetzt. Alles möglich. Link ist in der Videobeschreibung und jetzt geht's weiter im Video. So. Gleich hier die Karte draußen. Was soll mir das sagen, liebes Böckmanns? Was fährt man für eine Strategie, wenn man das raushängt? Manche machen das, manche nicht. Soll ich mich schon mal berieseln lassen? Brot, Butter. Oh, hör mir auf, Alter. Ich höre schon mein Messer über die Kruste gleiten. Krrr, und dieses Geräusch, wisst ihr? Ich glaube, ich habe die Entscheidung beinahe getroffen, Mann. Holle, die Waldfee. Der Tresor wird sich gleich öffnen. So, Leute, wir gehen hier in die Katakomben rein. Wir haben hier den Konrad erstmal. Moin. Moin. Grüß dich, Moin. Grüß dich. Ja, schön, dass du am Start bist. Ich habe gerade gedacht, wo ich reinkam, wirklich mein erster Gedanke wegen mein Lokal, dein Lokal. Das ist ein smarter Typ bestimmt, der gut vor Kamera performt. Auch bei meinem Lokal, dein Lokal bestimmt. Naja, ich war nicht so ganz dabei bei mein Lokal, dein Lokal. Aber tatsächlich, das kann ich eigentlich sehr gut. Das kannst du gut, ne? Selbstverständlich. Das ist eine gehobene Gastronomie. Genau, also wie du schon merkst, also unser Chefkoch Sebastian, seine Gerichte sind natürlich sehr kreativ und die Gäste sind top, immer begeistert. Geil. Und deswegen, wir führen das immer weiter. Wir haben hier alle Spaß auf jeden Fall, machen unser Ding weiter. Ich werde den Zuschauern einmal kurz einen kleinen Einblick vom Laden geben, wie der aussieht und dann starten wir weiter, ja?
Konrad, nochmal hier, mir ist direkt ins Auge gestochen, eingelegtes Gemüse. Ja, sowas siehst du nicht mehr in der Restaurant, das siehst du halt noch tatsächlich bei uns. Die meisten sparen schon daran, irgendwie ein Brötchen vom Bäcker zu holen, holen das beim Großmarkt und ja, dann geht's mit so einen Sachen weiter, ne? So sieht's aus, genau. Mhm. Ich habe hier gerade den Sebastian, den sehe ich gerade, den will ich mir auch nochmal greifen, ne? Ja, Sebastian, unser Chefkoch heute, der Maestro an Kochlöffel, kann man sagen. Ja, mehr oder weniger. Ne? Geil, geil. Du hast also auch letztlich die Gäste bei Mein Lokal, Dein Lokal überzeugt mit deiner Küche. Würdest du sagen, es war ein harter Kampf gegen die anderen Wettstreiter? Nein, weil ich glaube, dass wir von den anderen vier Wettstreitern doch etwas anders waren. Ich merke schon, du sagst es recht bescheiden. Das ist eine andere Klasse bei euch gewesen. Ja, ne? Okay, cool. Gäbe es da was, wo du sagst, das muss ich probieren? Das wäre ein Daily Food Market. Wir kreieren eigentlich immer jede Woche nochmal so 6, 7, 8 andere Gerichte, die du nicht auf der Karte findest. Also da solltest du nochmal reinschauen und vielleicht nochmal was findest. Okay, dann gucke ich da mal nach. Ich glaube, ich werde mich final für 3 Gerichte entscheiden. Leute, ihr seht gleich 3 Gänge. Wir nehmen das erste, gehen in die Küche, ich zeige euch das und dann werden wir 3-mal durchflitzen und werden euch was richtig Geiles zaubern. So machen wir das. Perfekt. Ich zeige euch mal eben kurz, blende ich euch einmal ein, die Karte. Wir werden als allererstes das Chili Cheese Steak Sandwich, werde ich probieren. Und ich würde sagen, wir flitzen in die Küche, hauen das, ich wollte gerade sagen in den Ofen, nein, das machen wir nicht, auf den Grill. Und dann lasst euch berieseln von den geilen Food-Szenen jetzt. Fast life, the fast living. Fast living. They see the ambition, they know I'm past driven. Look, we are not the same, this is not a game. Not a game. I've been swerving through the city in and out of lanes. Yeah, cause if I see it, then I want it, then you better know I got it. Ain't no options, I'm about to do the damn thing. I'm an outlaw, you can never catch me. I'm in first place, you can never. These are the moments, only got one life. This is your moment, whether wrong or right. You're your own enemy, your own enemy, your own enemy. When I fall, I keep running. Feel the pain, but I love it. Womit sich meine Erwartung steigert, das wollte ich noch einmal kurz gesagt haben. Weiß nicht, so vom Feeling. Das Ganze ist im Marriott Hotel. Das habe ich gar nicht gecheckt. Im Marriott Hotel, also ich assoziiere das mit irgendwie hochwertig, teuer, gehören mit dazu. Und wenn man dennoch hört, was die eben gesagt haben, halt, ist eine gehobene Gastronomie, sehr überzeugt von sich selber. Man muss ja einfach auch sagen, haben sich gegen viele durchgesetzt. Aber eins kann ich sagen, da wird keiner so viel Burger gegessen haben wie ich. Wir werden uns den Ganzen jetzt annehmen, werden das jetzt so richtig auseinandernehmen. Ja, Mann. Los zum dem Ranking nochmal, was ich hier einblende. Das ist ja ganz am Anfang das Ranking. Ich musste jetzt Melzer, da waren sehr heftige Sachen, aber ein, zwei Sachen natürlich sind auch nicht so gut abgeschnitten, deshalb musste ich einen Weg finden, irgendwie mein Ranking zu beginnen. Da ranke ich Melzer erstmal mit einer 9 von 10, um dann Anfang zu finden. Wir wissen nicht, was nach oben noch kommt, falls nach oben noch was ganz Heftiges kommt, weil wir sind bei dieser Mission ganz am Anfang. Und jetzt gucken wir, wie wir diesen Mein Lokal, Dein Lokal Gewinner natürlich heute einordnen. Und wir legen los. Das Chili Cheese Sandwich. Selbstgemachte Käsesoße, natürlich nicht irgendwas gekauft. Undankbares Gericht. Das Problem dabei ist einfach, dass das Fleisch nicht perfekt ist. Zu zäh da drin. Kombi ist ganz geil mit einem Coleslaw. Schärfe durch die Chili. Schöner Käse kommen wir auch, aber das Fleisch, muss ich sagen, verstehe ich nicht ganz, warum man dieses Gericht wählt. Kann ich gerade gar nicht mehr zu sagen. Werde ich in mich gehen nochmal. Wir sehen uns beim nächsten Gericht. So Leute, ich würde sagen, wir machen Runde 2. Burger, bin ich sehr gespannt, was ihr mir da auftischt. Ich habe vorhin schon einen Bun gesehen, das habe ich da liegen. Brioche vom Bäcker einfach bezogen. Hände des Vertrauens. Okay, ja, machen die meisten, die es hinten nicht schaffen, habe ich mit die besten Buns auch einfach vom Bäcker gesehen. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr mir zaubert. Gibt es da noch irgendwas zu sagen, was du loswerden willst vielleicht, Sebastian? Also Burger ist bei uns Männersache, deswegen gibt es da keine Tomaten und keine Gurke drauf. Finde ich nicht schlecht. Also gerade das passt selten, muss schon eine gute Kombi sein. Was für ein Fleisch vielleicht noch kurz? Das ist tatsächlich auch Hände des Vertrauens. Wir machen das nicht selbst, weil wir gesagt haben, okay gut, mal läuft das, mal läuft das nicht. Dann hast du immer die Problematik, dass du dein Medium braten kannst. Deswegen haben wir tatsächlich ein TK-Produkt, was ich aber nicht schlimm finde, weil es gute Qualität ist. Ach so, also das Patty ist wirklich TK? Ja, weil du dadurch dann jeden Tag wirklich auch alle Garstufen garen kannst. Mhm. Okay, dann überzeugen wir uns jetzt mal mit dem Geschmack. Nur einmal zwischendrin jetzt, bevor wir den nächsten Gang essen. Für euch so das Feeling, wie man hier reinkommt erstmal. Hier seht ihr da die Rezeption. Schöne Frauen da hinten am Empfang. Hier werdet ihr natürlich prunkvoll empfangen, mehr oder weniger. Und da geht's dann ins Birkmanns. Geruch
gehobene Gastronomie. Da erwartet man ja jetzt erstmal nicht unbedingt diese Gerichte. Wir nehmen gleich auch noch mal ein Tomahawk-Steak und ein Kalbschnitzel, um das natürlich auch noch mal irgendwie aufs Level von der gehobenen Gastro zu bringen. Aber nichtsdestotrotz, wenn das in der Karte ist, erwartet man natürlich auch, dass das richtig knallt. Ich sage ganz ehrlich, Gericht eben, ich bin noch mal in mich gegangen, 5 von 10. Mehr kann ich nicht geben. Und ich muss da auch sagen direkt, da kommen bestimmt die Kommentare um die Ecke. So, da waren jetzt die ganzen anderen Lokale, da waren die ganzen anderen Feinschmecker, haben das getestet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das eben gegessen haben, weil es war nicht stimmig. Also wirklich der Biss, es war einfach zu zäh, kann ich nichts von abgewinnen, eben dem Gericht. War in Ordnung, Kehl so gut, Kohl so gut. Aber dieser Biss, wenn du es reingenommen hast, einfach dieses Stück Fleisch, sehnig, das war nicht perfekt. Und jetzt haben wir hier ein TK-Patty. Kann ich erstmal nichts zu sagen, wir werden natürlich probieren. Schöner Käse, komischer Biss, aber vom Fleisch. Wir haben Bacon, geschmorte Zwiebeln haben wir da drunter, schön krosses Patty, schönen Käse. Da das Patty TK ist, hast du leider einen leichten Touch von unangenehm, was das angeht. An sich ein sehr runder Burger, der gute Komponenten hat. Wirklich gute Einzelspieler, der Bun scheint gut zu sein. Käse, sehr geil. Selten so einen geilen Käse auf dem Burger gehabt. Könnte ich mir in einem Top-Burger vorstellen, in meinem Top-Ranking. Diesen Käse, wirklich gut. Aber das Patty gerät im Fokus. Das macht den Brei madig, sagt man das so, Eric? Dadurch kann ich auch nicht mehr als ein 6 von 10 geben. Das Tomahawk-Steak und das Kalbschnitzel wird hoffentlich noch was rausreißen. Dazu muss man auch sagen, die haben nach Corona jetzt erst die TK-Patties. Vorher, die können es jetzt nicht mehr abschätzen, wer kommt. Ich muss einfach auch sagen, es war auch nicht 100% heiß von innen, das Patty. Eric probiert auch gerade mal. Eric ist heute am Start, Achmed ist krank. Geht ab. Wir haben hier drei wunderschöne Frauen hier. Ich habe eben schon gesagt, davon vielleicht habt ihr es gehört, wir haben hier drei schöne Damen, die natürlich das Hotel gleich schmücken mit ihrem Antlitz. Ich bin Holle, der beste Döner-Tester in Deutschland, wirklich jetzt. Ihr habt bestimmt auch schon hier gegessen, ja? Öfters, ja. Ja, kann man das auch empfehlen? Das Tatar ist super. Verdammt, das hatte ich schon ein paar Mal die Tage. Ich darf heute kein Tatar, ehrlich nicht. Vegetarisch? Nee, aber Burger. Dann werden wir jetzt zur Tat schreiten. Guten Appetit. Dankeschön. Und wie versprochen jetzt noch Kalbschnitzel und Tomahawk Steak. Das Tomahawk Steak ist preisgekrönt. Das ist 2019 Goldmedaille. Ist eine Mischung aus Wagyu und Black Angus. Ist schon geil. Geil, wir sind gespannt. Sebastian, Fuchs. Nachdem das in der Pfanne war, kommt das nochmal hier rein. Dann hast du Rosmarin da, Butter, Knoblauch und? Olive. Olive. Liebe. Geil. Okay. Also ist jetzt ein bisschen rückwärts gegart. Normalerweise macht man ja viel Hitze am Anfang und dann lässt man ihn bei niedriger Temperatur machen. Ich mache es andersrum. Ich mache erst wenig Temperatur und gebe ihm dann die Röster rum zum Schluss. Kann man nicht viel falsch machen. Das ist was für Idioten. Ja, dann kann ich das ja auch. Ja, ich auch. Sebastian, letztes Mal von dir, was haben wir hier schönes? Also wir haben jetzt hier einen Tomahawk Steak, medium gebraten mit Grünbohnen, Barolo Jus, lila Karottenpüree, geschmorte Zwiebeln und ein bisschen gegrillten Knoblauch. Unser Schnitzel mit Kartoffel-Meerrettich-Püree, gegrillten Spargel und Hollandaise. Lass mich das mal schreiben. Sehr gut. Haut rein, das ist schmecken. Ne? Dankeschön, Dankeschön. Also guten Vergleich, wir waren bei Melzer. Wir waren im Mesh, auch für Fleisch, wirklich Top-Restaurants, auch das Mesh. Also das finde ich vom Fleisch her sogar ganz oben mit dabei. Müsst ihr euch das Video reinziehen, wirklich ganz krank. Gerade auch Tomahawk Steak gegessen. Und jetzt habe ich einen schönen Vergleich. Generell werdet ihr nachher ja auch die Gesamtbewertung sehen im Vergleich jetzt zu einem Tim Meltzer, den ich sehr gefeiert habe im Restaurant, beziehungsweise sein Essen natürlich. Sehr besonderer Geschmack, muss man sagen. Weil das ist so krass intensiv. Man könnte beinahe meinen, im ersten Moment hört sich vielleicht blöd an, aber so ein Rotwein-Touch, so ganz intensiv durchdringt, das habe ich so noch nicht gegessen in der Form. Das wäre mir persönlich jetzt noch ein bisschen zu roh. Genau, ist natürlich auch jeder anders. Mir ein bisschen Salz zum Nachsalzen gewünscht. Mag ja jeder anders. Unabhängig davon, dass ich mir ein bisschen mehr Feuer gewünscht hätte. Ein bisschen mehr durch. Man merkt, was für krasse Quali das ist. Und dass es wirklich ein sehr gutes Fleisch ist. Du schmeckst die Wildnis. So würde ich es einfach sagen. Die Wildnis schmeckst du. Das ist schon stark. 9,2 muss man da geben. Da merkt man, wo die Stärken hier vom Restaurant sind. Muss man einfach sagen. Ja, Bohnen. Brechbohnen. Schön frisch, leicht süßlich. Schön Butter mit drin. Also hier komme ich an bei dem Essen. Ich hasse es nicht gut zu bewerten. Das ist gutes Essen. Das Steak ist gut. Ist einfach gut. Ich schmecke auch noch mal kurz rein. Das ist jetzt nicht unbedingt mein, kann ich gar nicht genau deuten. Meerrettich drin, richtig heftig. Der Spargel, ganz hart angeröstet, richtig schöne Kruste. Leichtes, feines Salz, schön auf der Zunge, wirklich gut, gutes Essen. Also Schnitzel, Leute, ich muss sagen, erst von der Optik so, klassisch die Kruste.
Man hört es aber ist nicht so wie bei den Wiener Schnitzeln, die ich kenne. Die haben noch mehr Kruste. Das knackt nicht beim Rübergehen. Das kam mir etwas dicker vor als sonst gewöhnliche Wiener Schnitzel. Schöner, sehr interessanter, lieblicher Geschmack durch diese Butter oder diese pflanzliche Butter, was er erwähnt hat, ist der Biss vom Fleisch. Wirklich zu dick. Zu fester Biss. Nicht optimal gemacht. Wir können ja mal Butter bei den Fischen machen, ne? Das ist schon alles ganz stark. Da habe ich so ein Fleisch in der Form vom Geschmack her auch noch nie gegessen. Nee, erlebt. Nee, das ist schon einzigartig. Wie gesagt, Kartoffelpüree auch ganz, ganz krank. Das ist einfach rundes Essen, da kannst du nichts gegen sagen. Beim Schnitzel, meine persönliche Meinung, das ist mir etwas zu dick. Okay. Und die Soße finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Aber der Rest, Konrad, das ist schon ganz stark. Ja, aber wie ich ja schon davor erzählt habe, wir versuchen wirklich die Gäste nicht mit Quantität, aber wirklich mit Qualität zu überzeugen. Wo ich allerdings sagen muss, aber es wäre bei mir kein Restaurant, wo ich tatsächlich diese Fastfood-Geschichten essen muss, weil, sage ich dir auch so, wie es ist, die esse ich jeden Tag und ja, da gibt es Restaurants, die machen nur Fastfood. Ja, das Burger und das Sandwich, da war ich eindeutig nicht so begeistert, okay, muss ich dir ehrlich sagen. Es war nicht schlecht, verstehe mich nicht falsch, ne? Ja. Aber natürlich, wenn man in mein Lokal, dein Lokal gibt, dann geht, denkt man, das ist so wie das Steak, so, wo du reingehst und denkst, was ist hier los? So, ne? Genau, also genau, also wie schon Sebastian sagte, dass wir durch reguläre Karte versuchen, wir alle Gäste, Publikum also sozusagen zufriedenzustellen. Also da muss man auch von unserer Seite sozusagen ein Verkaufsgespräch führen und versuchen herauszufinden, was der Gast gerne mag und was nicht, um eine richtige Empfehlung auszusprechen. Okay. Ja, geil, Konrad. Also Leute, Fazit jetzt vom Restaurant. Ich bin direkt nach dem Essen, jetzt nach dem Gespräch mit Konrad raus. Schnitzel hätte ich jetzt auch mal eine 6,5 gegeben. Am Ende dieser schöne Geschmack von dem Fett konnte die Abweichung zum regulären Wiener Schnitzel einfach nicht rausreißen für mich. Meine Einschätzung, ich habe die falschen Gerichte heute gegessen. Ich glaube, die sind bei bestimmten Gerichten richtig stark. Aber wie ich vorhin gesagt habe, wenn du Fastfood anbietest, muss es auch gehoben sein. Es muss geil schmecken. Kein Weg drumherum. Und ich habe zum Schluss auch noch zwei andere Gerichte getestet. Für mich kommt es heute nicht mehr als auf eine 6,5 insgesamt. So würde ich das Restaurant ranken. Auch wenn das Steak mega stark war. So, ne? Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Lasst mir gerne einen Daumen oben da, ein Abo und macht die Glocke an. Und bis zum nächsten Mal. Oh,